Kosmetikindustrie redet uns ziemlich erfolgreich ein, Männer sind immer so alt, wie sie sich fühlen und Frauen sind immer so alt, wie sie sich anfühlen. Wie sehe ich aus? Bei der Frage habe ich eigentlich jetzt schon verloren. Gut. Noch ein Buchstabe weniger und es ist ein Geräusch. Schön. Welches schön? Schön. Bezaubernd, elegant. Gesund. Wohlgenährt. Kräftig. Dick. Sportlich. Welche Art von Sport? Irgendwas mit Pferden. Wow, in dem Hosenteil hast du voll den sexy Po. Echt? Bobby, ja. Findet dich auf dem Pferdearsch. Wo sind wir hier? Na, bei Guido. Ich dachte, Guido ist eine Pizzeria. Vielleicht ein Pullover. Oh ja, schön. Grobstrick. Ja, süß. Schön. Ich bin gerade ein bisschen schwindelig. Alles okay mit ihm? Schau mal, Schatz, es ist Guido. Eine Pizza Quattro Stazione. Weißt du, wo der total gut zur Geltung kommen würde? Auf dem Sideboard im Souterrain. Ja. Da wäre der mega schön. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und dann ging mir plötzlich ein Licht auf. Souterrain bedeutet Keller. Das ist der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühle. Hier kann ich ich sein. Die darfst du niemals nehmen. Warum nicht? Die sind nur für Gäste. Welche Gäste? Hi, Süße. Na, ihr Süßen? Wie süß ihr aussieht. Danke, Dito. Und erzähl, wie war denn dein... How was your wild, super hot, juicy, sexy date night? Wenn du nicht willst, dass ich etwas verstehe, solltest du nicht unbedingt die Wörter benutzen, die einen Big Mac beschreiben. Wenn Bobby mal einen erogenen Punkt gefunden hat, dann beschäftigt er sich damit so lange, bis es eine erogene Wunde wird. Total indiskret. Ich würde nie mit Hoffmann über so intime Sachen zwischen Claudia und mir reden. Ein Freund von mir, der Bernd, von meiner Arbeit. Wir haben ein Problem. Was ist denn Bernd eben sein Problem? Dass seine Frau das Problem hat, dass sie keinen Orgasmus bekommen kann. Aber das ist doch kein Problem. Nein? Weil ich die Lösung habe. Meine neue App. Leck mich. Einfach die Pfeile nachlegen. Man kann auch Punkte sammeln. Ja, aber verdau mir nicht mein Score. So, das waren ganze 5 Teaser zusammengeschnitten zu einem großen Trailer, könnte man sagen, zu Caveman, den uns Konstantin Film voraussichtlich ab dem 23. Dezember 2021 in die deutschen Kinos bringt, basiert auf dem Theaterstück von Rob Becker, der wiederum seine eigene Geschichte erzählt, und zwar die, dass er schon immer eigentlich ein Stand-Up-Comedian sein wollte oder ins Comedy-Geschäft einsteigen möchte, und es steht der große Tag eines Open-Mic-Abends bevor, und das Thema ist klar, denn Rob hat seit einer ganzen Weile schon einen imaginären Freund, einen Steinzeit Menschen, und mit dem tauscht er sich ständig über das Leben aus und scheint dabei ganz klar die Unterschiede zwischen Mann und Frau herausgearbeitet zu haben. Nun, die Geschichte rund um diesen Mann und dessen Welt wird also in Caveman aufgegriffen, hier als Verfilmung und deutsche Variante mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Und diese 5 Situationen, die wir bisher so gezeigt bekommen haben rund um diesen Kinostart, sind ehrlich gesagt voll mit Klischees und gedrungenen Gags. Ich musste weder lachen noch schmunzeln. Es wirkt alles so ein bisschen altbacken. Es wirkt irgendwie nicht frisch, es wirkt nicht originell. Das Theaterstück ist ein Langläufer und sehr erfolgreich. Vielleicht hofft man auf diese Zielgruppe in erster Linie abzielen zu können. Aber was diese 100 Minuten als Komödie dann für uns parat haben werden, bin ich mal gespannt. Moritz Bleibtreu sehe ich grundsätzlich gerne, aber wo Komödie draufsteht, sollte in den Teasern oder in dem Trailer auch schon ein bisschen was Komödiantisches drin sein. Deswegen von mir erstmal noch 1, 2 fette Fragezeichen hinter Caveman, der Kinofilm. Mal gucken, was die Nummer kann. Was sagt ihr denn dazu? Sagt ihr, oh, muss ich unbedingt sehen oder versteht ihr meine Skepsis? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.